herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Salam alaikum, meine Freunde. Tag 3 und wir haben Glück, wir gehen jetzt ins Legoland Wasserpark. Ins Legoland Wasserpark. In den Legoland Wasserpark. Da gibt es einen kompletten Vlog. Der hat gerade erst aufgemacht, der Wasserpark. Nach der Überschwemmung. Mal gucken, ob alles geöffnet ist oder ob. Zur Liege. Warum ist er da lang? Ist doch egal, kommt das Gleiche bei raus, oder? Unterbrech mich hier nicht. So, wir gehen jetzt dann immer aufs Zimmer, Pipi machen, Sonnenmilch holen, packen unsere Tasche und dann geht's. Wo willst du hin? Ist doch egal, kommt man noch an. Ist doch egal. Ja, aber da sind Menschen. Ja, und? Ja, auf jeden Fall geht dieser Vlog hier komplett über den Legoland Waterpark. Öffnungszeiten normalerweise von 10 bis 18 Uhr, aber heute so ungefähr von 12 Uhr bis 18 Uhr. Ja, wir gucken mal, weil der Eingang zum Riverland war eigentlich abgesperrt mit Flatterband. Gucken mal, ob wir da reinkommen. Auf jeden Fall, die Laune steigt gerade natürlich, ne? Wenn jetzt der erste Park aufmacht, so der erste, auch wenn es nur ein Wasserpark ist, der erste Park der Tour sozusagen. Bestimmt kalt das Wasser, weil die gerade frisch aufgefüllt haben, aber ich freue mich auch. Ja, das glaube ich auch, dass es kalt ist. Riverland Gate, das war auch schon. Man sieht halt vom Boden, ne, dass es halt alles überschwemmt war, aber tatsächlich hier das Wasser schon wieder weg ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Mich interessiert auch, ob die Restaurants aufhaben im Riverland. Das ist auch. Ja, euch bestimmt auch. Also wir nehmen euch jetzt erstmal kompletto mit hier bis zum Legoland-Eingang. Kompletten Rundgang vom Riverland bekommt ihr übrigens im Hotel-Vlog. Hier geht es jetzt wirklich nur ums Legoland. Nur um den Legoland-Wasserpark. Nicht, dass wir uns da irgendwas verwechseln. Okay, ich habe kalte Füße. Nein, hier ist natürlich noch ein bisschen nass, aber damit kann man leben. Anscheinend haben die das Legoland jetzt gerade auch geöffnet. Also das heißt, wenn wir morgen nirgendwo anders hinkommen, wie im Ocean Gate oder Real Madrid World, kommen wir wenigstens ins Legoland. Und hier der Legoland Waterpark ist halt relativ klein, der Eingang. Aber ist ja auch egal. Der guckt sich jetzt auch, wie ich sehe, Security und gucken sich den Rucksack an. Excited, huh? Yes. So, drei Sachen sind geschlossen und zwar der Entschuldigung, Magwasserspielplätze, um drunter zu stehen. Der Wellenpool ist geschlossen, der Lazy River und eine große rote Rutsche. Aber vielleicht machen die heute noch auf, die sind da dran, dass das öffnet. Vielleicht. Ganz genau. Food wird es nicht geben, hat er gesagt, aber vielleicht öffnen die einen Grill. Die sind dabei und das Miniland im Legoland hat wohl schon auf. Ja, die kommen jetzt nach und nach, kommen die halt wieder ran und machen alles auf. Ja, wir wussten, dass der Park jetzt nicht so zu vergleichen ist mit Volcano Bay oder so. Man sieht schon, dass er nicht so schön ist, ehrlich gesagt. Natürlich jetzt drei große Attraktionen außer Betrieb. Gibt natürlich dann auch die Liegefläche, die am Wasser ist, ist sehr begrenzt. Hier am Wavepool, der geschlossen ist, ist viel frei. Aber gut, ja, wir machen das Beste draus. Wir müssen das jetzt so nehmen, wie es ist. Wir holen uns jetzt das Löscheis. Ja, dann haben wir den ersten Weg gekriegt.
lecker. Ich weiß nicht, wie viel wir bezahlt haben. Ich schon. Ich musste jetzt die andere Kreditkarte rausholen, die noch ein bisschen Limit hat, weil die andere voll ist leider. Ist das Limit begrenzt. Ja, wir haben 10 Euro dafür bezahlt. Ja. Aber ja, man versucht jetzt natürlich trotzdem den Urlaub zu genießen. Und ja, 10 Euro, Refill 24 sind 6 Euro. Das heißt, einmal voll machen, 6 Euro. Es gibt Blueberry, Strawberry und Cola. Guck mal, das ist Schweiß. Gut, am Kinderspielplatz sind natürlich jetzt sehr viele Kinder und alle liegen belegt und alle liegen im Schatten. Wir gehen jetzt zum Wavepool, legen uns da hin und dann geht auch, mir ist egal. Und dann müssen wir halt immer zum Wasserspielplatz laufen. Das ist schon ein kleines Stückchen, aber nicht so extrem. So, Lager bezogen. Wir haben ihn gefragt, hier den Lifeguard, ob heute der Pool öffnet. Er ist sich noch nicht sicher. Also drücken wir die Daumen. Wir machen uns jetzt erstmal frei von Klamotten. Wir switchen jetzt auf die GoPro um, ne, damit wir vielleicht auch ein bisschen Außendecken filmen dürfen. Bei Lego ist immer so eine Sache. Da sind On-Slides, glaube ich, nicht erlaubt, aber ich frage einfach vor jeder Rutsche einfach nach. Lange nicht mehr mit GoPro gevloggt. Zurück im GoPro-Business. Naja, ich gehe jetzt rutschen. Ich habe keine gebrochene Rippe. Deswegen rutsche ich jetzt mal diese Mattenrutsche. Wie gesagt, ob ich es mitnehmen kann, die GoPro, weiß ich nicht. Wenn nicht, zeige ich es einmal von unten. Richtig genial, erste Rutsche mit der Matte und ich habe den Lifeguard gefragt, ist okay, mit der Handgelenkschlaufe, weil die fest sitzt, kann ich einen On-Slide machen, geilo! Wie man da vielleicht sieht, ganz ganz viele Schienen, Real Madrid World plant wohl noch was. So, erste Rutsche. Erste Rutsche, Mattenrutsche, zum ersten Mal so eine Rutsche gerutscht. Die zweite war richtig cool. Die kam mir irgendwie dunkler vor, ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall ist es schwer, einen On-Slide zu machen, weil man ja die Matte hat und die GoPro am Handgelenk. Aber auf jeden Fall spaßig. Ich habe jetzt eine Reifenrutsche gesehen mit einem Doppelreifen. Mal gucken, ob mal Reike dazu Bock hat. Angriff vom Bienenschwarm. Alter, was ist denn jetzt hier los? Sieht man das? Ich weiß jetzt, dass die nur auf Fliegen sind. Auf jeden Fall Viecher. Der Chris geht jetzt rutschen. Eine blaue, eine orange und eine gelb-rote. Ich möchte nicht. Ich möchte gleich einfach in den Kinderspielplatz. Du kannst ja mal gucken, ob da noch ein Becken ist. Mach ich. Ich habe das auf Ultra-Weitwinkel, da sieht man vielleicht was beim Rutschen. Ich frage, wie gesagt, immer nach. Macht das nicht, wenn ihr nicht wisst, ob ihr filmen dürft. Einfach filmen ist nicht gut. Fragt immer unten den Lifeguard, der sagt dann ja oder nein. Und ja, dann brauche ich erstmal keinen Locker, weil ich habe überlegt, ein Locker wäre nicht schlecht. Wenn das Handy noch weg ist, dann ist ganz vorbei.
dann ist mein Leben ruiniert, wenn das Handy weg ist. Dementsprechend nehme ich euch jetzt erstmal mit auf den nächsten Rutschen. Neben dem großen Wellenbecken gibt es auch noch für die Kids einen kleinen Wavepool. Reifen en masse auf jeden Fall. Und das sind die 1, 2, 3, 4 Rutschen. Gucken wir uns jetzt mal genau an. Vor jeder Rutsche auch wieder, wie auch in den amerikanischen Wasserparks, eine, ja, ich weiß nicht, ob das Lego-Röhren sind, auf jeden Fall im bunten Design für die Flipflops. So, es gibt zwei Reifenrutschen, die rote und die orangene. Und zwei ohne Reifen, blau und grün. Nichts für Mareike! Und absolut nichts für Mareike! Juhu! Nein, rückwärts! Okay. Auch nichts für Mareike. Oh, vorwärts. Juhu. Oh, oh. Juhu. Oh, oh, oh. So, damit fehlt mir noch die blaue, die machen wir auch, ist alles Walk-On, ist nichts los. Also auf jeden Fall ein solider Wasserpark bisher. Bisher noch kein Highlight bei den Rutschen, also Standard würde ich sagen, aber man ist jetzt eh so euphorisiert, weil man nichts machen konnte die ganze Zeit. Dementsprechend, ja, eigentlich ganz cool. Getestet. Die blaue hat gewonnen. Die blaue, the blue one is the winner. Mit den Regenbogenfarben da drin, richtig geil. Die ging richtig ab. Die würde ich vielleicht sogar später nochmal rutschen. Die hat richtig Spaß gemacht. Also blaue Platz 1. Platz 2 würde ich sagen die orangene. Platz 3 die, ja, die rot-gelbe und Platz 4 die grüne. So, jetzt geht's zu Mareike. So lange war ich glaube ich nicht weg, weil überall Walk-On war. Und ich habe gesehen, das Pizza-Restaurant hat auch. Da könnte Mareike heute sogar Pizza bekommen, weil Burger mag sie ja nicht so. Die Snackbuden, positiv, alles hat auch. Richtig, richtig genial. Blasen an meinen kleinen Zehen, das merke ich gerade. Und mein Blasenpflaster hängt an meinem Schuh fest, das ist auch unschmerzhaft. Wir haben uns jetzt zweimal Pizza-Kombos geholt, ich einmal eine
Eine Pepperoni-Pizza mit einer Pepsi und der Chris eine Margarita mit Pepsi. Max? Lipton. Lipton-Eistee. Für 500 Dirham. Das fliegt gleich weg, ne? 500 Dirham wären 125 Euro. Das wäre ein bisschen viel für zwei Pizzen mit Getränk. Für 100 Dirham. Dirham, also 25 Euro. Ich glaube, du hast 500 gesagt. Ich habe 100. Ach, weiß. Guck mal, Deutschland. Schon wieder recycelte Strohhalme, aber kein Plastik, sondern Pappe, sondern ich weiß nicht, sieht wie so eine weiche Nudel aus, aber jedenfalls ist hier meine Pizza. Sieht gut aus. Wo ist das Salz? Ich brauche Salz. Ich bin Salz-Junkie. Es gibt einfach gratis zur Pizza Mayo und Ketchup dabei. Und ich habe eine langweilige Margarita, was reicht mir. Komm, Windy Windy macht das Leben windiger. Läuft's noch? Mayonnaise und Ketchup. Die ist so heiß, du willst das nicht verbrennen, ne? Ich noch mehr. Und ja, ich glaube, die stehen hier auf Käse. Ich möchte mal betonen, dass es das erste herzhafte Essen ist nach dem Flug. Das war am Dienstag gegen 16 Uhr hatten wir warmes Essen. Und wir haben jetzt, was haben wir? Ich weiß gar nicht. Donnerstag, 16 Uhr ungefähr. Und gestern hatte ich einen Fruchtsalat und du so einen Cinnamon Roll. Ja, das ist das erste herzhafte Essen nach gut zwei Tagen. 48 Stunden, unglaublich. War verblüffend lecker, ey. Da war so viel Käse drauf, das war richtig, richtig lecker. Mareike versucht gerade, mich zu verwirren. Ich wollte nur sagen, ich lasse jetzt aber erstmal rutschen, bevor ich rutschen gehe. Den Spruch hat er von mir geklaut und habe ich gerade gesagt, warte, die Pizza war sehr lecker. Ich konnte aber nicht mehr als eine halbe Pizza essen. Irgendwie habe ich noch keinen Appetit, obwohl das ja eigentlich anders sein müsste. Aber ich habe noch keinen Appetit. Ich habe auch Kreislauf. Einfach Kreislauf. Und die Vögel mögen es auch. Die Vögel haben auch lecker gegessen bei mir. Dafür habe ich anderthalb Pizzen gegessen. Ich platze auch, ehrlich gesagt. Ist schon warm. Die Cabanas haben hier einfach eine Klimaanlage. Auch nicht schlecht, habe ich auch noch nie gesehen. Eine Cabana, davor so ein Vorhang mit Klimaanlage. So, wir gehen jetzt zum Locker, weil wir schließen jetzt unsere Handys weg. Und dann geht es auf den Wasserspielplatz. Zwar mit vollem Bauch, aber egal. Wir müssen jetzt die letzten drei Stunden oder so noch auslösen. Ihr kommt vom Legoland Wasserpark auch direkt ins Legoland. Es gibt ja auch sogar ein Legoland Hotel hier, aber kostet natürlich extra. Also für uns ist es gratis, weil wir das Arrangement haben mit dem Lapita Hotel. Aber wenn ihr zum Beispiel nur den Wasserpark gebucht habt, müsst ihr, glaube ich, nochmal um die 90 Euro, das ist schon viel Geld, fürs Legoland berappen. Am Ende, oder? Ganz am Ende? Den Shop machen wir ganz am Ende. No, thank you. Ja, jetzt geht's zum Locker. Und dann den Shop gucken wir uns tatsächlich wirklich später mal an. Ja. Vielleicht haben die auch günstigere Sonnencreme. Sonnenspray. Gucken wir auf jeden Fall mal. Wir brauchen halt echt noch Sonnencreme. Und wie gesagt, wir haben nur zwei Outfits. Wir brauchen auf jeden Fall noch Klamotten. Vielen Dank übrigens. Jetzt gerade haben wir einen Spendenaufruf gemacht. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit, ich weiß gar nicht wie viel, 1200 Euro. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.
damit können wir uns jetzt erstmal ein bisschen über Wasser halten. Und ihr habt uns sozusagen, habt ihr uns den Urlaub gerettet, ist einfach so. Danke. Da viele immer lieben, wie ich locker sage. Ja, wir nehmen jetzt ein locker. Locker, locker, locker. Ach, die nehmen nur Cash. Ich habe kein Cash mit. Müsste jetzt noch wechseln gehen. Wir sind mutig, legen unsere Sachen, unsere Handys einfach dahin, unsere Kamera. Können die Tasche rein, theoretisch auch mitnehmen. Ja, wir könnten die Tasche auch mitnehmen oder hinlegen, damit wir einen Blick drauf haben. Aber ich fühle mich in diesem Land halt einfach so sicher. Du auch, oder? Mhm. Naja, nicht in diesem indischen Viertel, wo wir gestern waren, aber... Hello. Aber... Hello, I'm under the water. Please help me. Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. You're too much raining. Ich sag immer noch, dass sie in die Hölle kommt. Dass wir das jetzt einfach da so hinlegen und auf den Wasserspielplatz gehen. Statt Pizza gibt es auch einen Burger-Snack. Das sind mit folgenden Preisen. Das geht eigentlich echt klar. Preise immer durch 4. Warte, bis der Eimer fällt, der fällt nicht. Na komm! Ha ha ha!
So, auch ganz interessant, wir waren gerade auf dem Wasserspielplatz, da kam die Parkmanagerin mit einem Security-Mitarbeiter zu uns und sagte, zeig mal bitte die Aufnahmen, die du gemacht hast. Ob das nur für uns ist, also ob ich andere Leute filme oder halt nur, mich und Mareike. Da habe ich gesagt, ja, wir filmen keine anderen Leute, auch keine anderen Kinder. Ist nur für uns und für unseren privaten Gebrauch und für euch natürlich als Community. Dementsprechend war alles okay, die konnte ich dann zeigen. Ich musste die Dateien zeigen, alle, die ich gefilmt habe. Aber am Ende war dann alles okay. Und jetzt hat tatsächlich Red Rush aufgemacht, glaube ich. Da läuft auf jeden Fall Wasser. Und hier ist noch ein Splash-Out. Mal gucken, ob ich die Beinrutschen noch machen kann. Ist auf jeden Fall mit einem riesengroßen Reifen. Ob ich das alleine rutschen kann, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ah, okay. Red Rush ist geclosed. Sagten die uns ja schon am Eingang. Aber Splash-Out müsste gehen. Versuchen wir mal. Okay, die blaue war sehr langweilig. Jetzt haben wir hier Twin Chasers. Eine grüne und eine gelbe. Okay, grün war auch langweilig. Dann wollen wir mal die gelbe versuchen. Habe ich alle Rutschen, die offen sind, geschafft hier. Ohne Wartezeit konnte überall Walk-On durchgehen. Und ich wurde übrigens noch nie von einem Parkmanagerin angesprochen. Das ist auch Premiere. Aber gut, wir sind auch die einzigen, die hier mit Kamera rumlaufen. Und die hatten halt gefragt wegen dem Mikrofon. Das ist halt ein professionelles Mikrofon. Ja, dementsprechend sind wir erstmal durch. Jetzt heißt es in die Sonne, bisschen brutzeln und vielleicht noch ein paar Re-Rides. Und nachher gibt es natürlich noch ein Fazit vom Wasserpark. Wir gehen jetzt in den Shop und dann zurück zum Hotel. Genau, und auf dem Weg zum Hotel ein Fazit vom Legoland Waterpark. Hier, du wolltest den Yardcup mitnehmen, den wir eh nicht brauchen. Das Legoland Hotel ist direkt, wirklich ganz direkt am Eingang. Quasi, oh, ich würde sagen, eine Minute zu Fuß. So, das war unser Tag im Legoland Dubai. Waterpark. Waterpark. Ein ganz netter Wasserpark. War jetzt echt schön heute mal. Was zu tun zu haben und auf andere Gedanken zu kommen auf jeden Fall. La Shawarma. Aber der ist halt sehr klein und da ist halt natürlich die Hälfte geschlossen gewesen. Einmal besuchen reicht. Reicht definitiv. Kommt hier, kann jetzt nicht mithalten mit den Parks in Orlando, mit den Wasserparks. Oder mit Yas Waterworld. Ja, da sind wir ja dann auch bald, hoffentlich. Auf jeden Fall würde ich sagen, eine gute 5 von 10. Ja. Essen war für mich eine 10 von 10 und die Freundlichkeit des Personals 10 von 10. Ja, das stimmt. Eintrittspreis knapp 90 Euro ist natürlich heftig dafür. Ne? Dafür, dass der halbe Park nur auf war, ja. Ja, also ich hoffe, euch hat dieser kleine Zusammenschnitt gefallen vom Legoland Waterpark. Wir sind morgen im Motion Gate hoffentlich. Hoffentlich, ja. Und das wird eigentlich unser Highlight von den Parks hier, ne? Ja. Also drückt die Daumen. Morgen gibt es Motion Gate Action für uns und für euch dann nächste Woche
im Live-Chat. Und vielen Dank fürs Zusehen, lieber Live-Chat. Habt noch einen schönen Abend. Tschüssi. Ciao, ciao.